Hallo, in diesem Video wollen wir über die koronare Herzerkrankung sprechen. Als Abkürzung verwendet man hierfür auch den Begriff KHK. Die koronare Herzkrankheit ist eine Erkrankung des Herzens. Daher muss man sich zunächst einmal klar machen, wofür das Herz im Körper überhaupt zuständig ist. Das Herz ist ein Muskel, ähnlich wie zum Beispiel ein Muskel am Arm. Das Herz muss die ganze Zeit Arbeit leisten, indem es sich regelmäßig zusammenzieht und dabei wie eine kleine Pumpe Blut durch unsere Adern in den Körper pumpt. Das Blut muss von unserem Herzen in die anderen Organe des Körpers transportiert werden, zum Beispiel ins Gehirn, die Nieren, den Darm und alle anderen Organe. Unsere Organe benötigen das Blut, da darin der lebenswichtige Sauerstoff und die Nährstoffe enthalten sind, die jedes Organ im Körper zum Überleben braucht. Der Herzmuskel selber, der ja unentwegt diese pumpende Arbeit vollbringen muss, muss ebenfalls mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden. Das Herz selber hat hierfür drei wichtige Adern, die es mit lebenswichtigen Stoffen versorgen. Diese Adern heißen Herzkranzgefäße oder auch Koronararterien. Sie verlaufen von außen um das Herz herum und verzweigen sich in ihrem Verlauf in immer kleinere Unteräste. Somit wird das Herz von vielen kleinen Adern mit Sauerstoff und Energie versorgt. Bei der sogenannten koronaren Herzerkrankung sind diese kleinen Herzkranzgefäße erkrankt. Sie sind im Vergleich zu gesunden Adern deutlich verengt und es befinden sich sogenannte Ablagerungen an der Innenseite der Adern. Das hat zur Folge, dass weniger Blut durch die Adern hindurchfließen kann und unser arbeitendes Herz nicht ausreichend versorgt ist und daraus in der Folge krank wird. Das führt dazu, dass das Herz nicht mehr die Leistung bringen kann, die es eigentlich erbringen sollte. Man kann das zum Beispiel vergleichen mit einem Automotor, bei dem die Spritleitungen verengt oder verstopft sind. Der Motor läuft dann auch nicht mehr rund und das Auto kann nicht mehr so schnell fahren, wie es eigentlich fahren sollte. Der Patient wiederum merkt das auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Manchmal bekommt er Luftnot beim Treppensteigen oder beim Fahrradfahren, manchmal bekommt er eine Enge oder einen Schmerz in der Brust. Das kann bei jedem Patienten vollkommen unterschiedlich sein. Wer bekommt nun so eine Erkrankung der Herzkranzgefäße und was kann man dagegen tun? Man kann nicht vorhersagen, wer an einer KHK erkrankt. Es gibt aber Risikofaktoren, die ein Auftreten der Erkrankung wahrscheinlicher machen. Zum Beispiel ein höheres Alter, starkes und vor allem langjähriges Rauchen, ein lange Zeit bestehender Bluthochdruck, eine Zuckerkrankheit, also Diabetes, erhöhte Blutfettwerte, aber auch Fälle von Herzinfarkten und Schlaganfällen von Familienangehörigen erhöhen das Risiko, dass man selber an einer koronaren Herzerkrankung erkranken kann. Die vielen verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten erstrecken sich von einem vom vermehrten Sport mit Gewichtsabnahme bis über Medikamente und hin zu sogenannten Herzkatheteruntersuchungen und Bypassoperationen. Wenn bei euch eine KHK bekannt ist, berät euch euer Hausarzt oder Kardiologe, welche weiteren Behandlungsmöglichkeiten bei euch nötig und möglich sind. Wir hoffen, wir konnten euch einen Einblick in die Bedeutung der KHK geben und freuen uns über konstruktive Rückmeldungen, zu welchen Themen ihr weitere Videos wünscht. Euer Team von deinediagnose.de